Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Mittwochmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ich habe tatsächlich jetzt mal kurz den Drescher hierher gefahren, weil war so gut wie voll. 99 oder 80% irgendwas um den Dreh. Und da hatte ich mir nicht mehr, oder hatte ich mir gedacht, da lohnt sich nicht mehr den anzusetzen. Da fahren wir vorher mal kurz den abtanken. Ich habe jetzt nur keinen Plan, wo dem seine Spur aufgehört hat. Gucken wir mal kurz nach. Eieiei, ist das ein Streckennetz? Das klappt nicht. Also, das da hinten hat er, ich glaube, warte mal, hier ist er auch schon längs gefahren. Das heißt, ja, hier ist er längs gefahren. Das heißt, er hätte hier drehen und dann in die nächste Bahn da rein. Ja, okay, das ist, glaube ich, relativ einfach nachzukonstruieren gewesen. Das heißt, Drescher wieder an und Rinder dürfte ja eigentlich übereinstimmen. So, da ist die Maus, zack. Ja, macht's. Perfekt. Wunderbar. So der Kollege, oder? Braucht tatsächlich auch Füllen fahren. Wobei, ich glaube, es lohnt sich mehr, wenn wir kurz warten. Alter, ist das. Eieiei. Weil, genau, hier. Den Kollegen wollte ich so oder so hochfahren und der hat dann noch die Palettengabel dran. Das heißt, erstmal mal Radio machen wir es so. Genau, das heißt, wir brauchen eigentlich nur die Palette aufnehmen und die ihn zum Feld transportieren. Oder die zwei Paletten. Sind sie, glaube ich, alle die zwei Big Bags da. Paletten, ja. Okay. Naja, es ist eigentlich keine Palette, es ist ein Big Bag, auch eine, sozusagen eine Art Palette. Boah. Ey, Alter, ich hatte Vorfahrt, ne? Also, ja, gut. Aber man kennt sie ja, die den KI-Verkehr, man kennt ihn. So, dann holen wir uns mal die zwei Stück hier her. Die stehen, ja, die stehen noch genau hier. Den Anhänger stellen wir jetzt erstmal ganz dreist hier ab, aber ich werde den eh gleich wieder ankurbeln und da stört er momentan noch nicht. Oder momentan nicht. Stehen die so dran? Kann ich die so aufnehmen? Ich glaube es zwar nicht, aber ich probiere sie nochmal aus. Da hinten ist die Halle, also sie können höchstens in die Halle reinfliegen und da, reinfliegen und dann ist Ende. Oh, 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 es geht. Das ist schon. Oh, Alter, wie souverän. Sind wir nur hier noch rumkommen, dass die vorne hängen bleiben? Ja, ging, perfekt. Sind da nur noch 289 Liter drin in beiden? Liter? Das ist ja schon ein bisschen wenig. Da müssen wir schon, dann müssen wir nochmal ein bisschen den größeren Pickback holen. So, wir fahren jetzt die mal kurz hoch und halten die über die Sämaschine und dann gucken wir mal, wie viel das noch, wie viel denn da reingeht. 6M steht ja auch noch und der Premium ist scheint fertig zu sein. Ja, sieht auch relativ gut aus. Komme ich denn da so drüber, wenn ich einfach so hinfahre? Ich weiß es nicht, ne? Ich probiere es nochmal aus. Oh, es funktioniert. Voll? Nee, ne? Ah. Schauen wir mal hier nochmal weg. Es sind jetzt beide. Oh, wie schnell der weiß wird. Also es sind jetzt beide reingegangen. Mal ganz kurz nach, wie viel er denn jetzt drin hat. ja, 40% ist eindeutig zu wenig. Wir holen da noch mal was, ne? So. Eieiei, ganz weiß hier. War der Frontlader. Moin. So, passt. Voll jetzt auf das Loch da vorne. Da war das Loch. So, ich werde jetzt gleich den 2000 Liter Big Bag Sack nehmen. Weil, oder wobei, ich weiß, ja doch, du müsst ja eigentlich normal, normalerweise müsste es gehen, ansonsten wir können sie auch nochmal ablassen. Das dürfte, glaube ich, funktionieren. Dünger, nee, ist das gut. 2000 Liter, kauf mal. Weil es ist einfach, es kostet 900 und wir haben 2000 Liter und da sind 1000 Liter drin und es kostet auch 900, aber für 2000 Liter müssten wir dann hier das Doppelte zahlen. Deswegen lohnt sich, glaube ich, so ein großer Big Bag Sack schon mehr als wie die kleinen. So. Passt. Zack. Fahren wir da mal rüber. Der Nachteil ist halt,
Die schlagen ganz schön aus, wenn man mit denen ein bisschen zu schnell fährt. Die Kurve. Oh Gott. Eieiei. Er fliegt schon ein bisschen rum davor, ne? So. Eieiei. Oh Gott, oh Gott. So. Fahren wir nochmal ran. Und leider ganz hoch. Falls so keiner steckt im Verkehr fest, okay. Ja, ja. Ist der Teil voll? Ich sehe. Ah, ich sehe es halt nicht mehr. Ne, voll ist er nicht. Wir machen aber mal auch die Klappe. Warte mal, wir senken das. Oh. Unangenehm. So. Ja, ja. Wie kriegst du? Da könntest du vielleicht. Warte. Ruhig bleiben. Jetzt ist er voll. Ein Tank. Achso, das ist der Düngertank. Okay. Warte mal, Motor starten. So, ich glaube, der muss einfach nur weiterfahren. Würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Guck mal kurz auf die Karte. Ach, der war schon gleich fertig. Ach, der hat bloß noch einen. Ja, moin. Ich glaube, wir hätten gar nicht so einen kompletten Sack kaufen müssen. Ich glaube, der wäre mit dem Rechten hätte es ausgereicht. Gut, haben wir halt eben jetzt einen mehr. Können wir jetzt auch nichts machen. Jetzt ist er schon da. Warte mal, wir fahren mal ganz kurz vom Feld runter. Eieiei, das fliegt doch ganz schön rum da vorne. Kann ich mal abstellen. So, passt. Dann gucken wir mal ganz kurz weiter den Kollegen. Entlassen und wegfahren. Ich hoffe, wir stehen hier nicht irgendwo im Weg. Nee. Fahren wir mal hier raus. So. Der weiße Ungetüm hier. So, der Fan ist fertig. Der Kollege. Ja, ja, genau. Haben wir schon gedacht, dass der Schreier hier im Weg steht. Wir fahren schon weg, Kollege. Alles gut. Ich glaube, es wäre schlauer, wenn. Ey, hallo! Kannst du nicht noch ein bisschen abwarten? Junge, Junge, das war eigentlich hier. So, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass wir jetzt im unteren Bereich parken, weil wir ihm da nicht mehr im Weg stehen. So, hier passt eigentlich. Hier können wir niemanden engen. Hin können wir auch schon mal aufmachen. So. Der drischt weiter, wunderbar. Der Kollege ist fertig. Das ist auch schön. Aber nebenbei, es hat sich ja. Oder der Wende raus ist. Ja. So gefühlt kommen wir hier nicht rum. Aber ja, genau, ich wollte eigentlich sagen. Das komplette Ding ist ja komplett weiß, ne? Ja, okay, Kalk. Macht schnell ziemlich weiß. Gut, was wollte ich sagen? Genau. Wir haben ja die 86 auch noch zum Ansehen. Das heißt, das Saatgut hat sich doch mehr oder weniger schon noch mal ein bisschen gelohnt. Weil wir müssen ja da eben auch nochmal ansehen und da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Aber wir haben hierfür normalerweise noch keinen Kurs und das weiß ich auch, weil wir hier noch niemals drauf hatten. Das heißt, die 86 hätten wir gerne. Danke, Vogel, wenn der einmal reicht, zack. Wunderbar. Dann können wir eigentlich das Teil an. Was? Oh, das hat dann natürlich zusammengeklappt. Oh, und jetzt ist schon wieder braun geworden, läuft. So. Wir hier nochmal ganz kurz ein bisschen anders heranfahren. So. Hier ist es. So. Sehen, Unterstrich fällt 86. 9M. Nice. Schreiben wir nochmal Meister zu nach. Können wir uns sicher sein? So, oh, warte mal, hier gab es ja wieder das Problem. So. Hier. Ich will ihn eigentlich gleich einordnen. Aber wir haben ja sogar noch ein paar mehr. Einmal hier Gruppe und 86. Und einmal Seni 86. Passt. Und nochmal wieder aufgeräumt. Wunderbar. So, dann räumen wir gleich mal kurz den Kollegen hier auf. Einmal. Können wir eigentlich
6 Infogleiche zum Tun wieder drüber schicken. Wird das schon da genommen? Ich weiß es halt nicht, ne? Deswegen gehe ich kurz gucken. Muran. Muran. So. Ja, mit den 1100 Liter, die wurde hier drin hat. Oder 1100 Liter. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich bin mir zwar nicht sicher, deswegen gucken wir kurz nach. Da funktioniert wunderbar. Das heißt, wir können den Kurs wieder rauskramen. Feld Nummer 85. Dünger 85. Und viel Spaß. Oh, hab ich. Achso, warte. So, jetzt hat. Er hat den noch am ersten Weg und starten. Passt, der macht es. Dann räumen wir den Kollegen auch nochmal schnell. Ah, ne, warte mal. Welche Felder brauchen denn noch alles Kalk? Die 86 brauchen wir Kalk. Ja, weit kommen wir da mit dem bisschen, was wir jetzt noch hier drin haben, nicht, ne? Ne, 900.000 Liter Kalk ist fast nix. Nein, das heißt, wir fahren ihn ganz kurz auffüllen. Und dann fahren wir noch mal drüber. So. Ich glaube, mit 50 runterbrettern ist auch ein bisschen zu schnell, aber gut. Bremsen, zack. Der hat's auch schon gleich. Und dann fahren wir den Kollegen jetzt schnell heim. Den Big Bag können wir eigentlich bei der Sendung schon wieder reinkloppen. Weil die ist meines Erachtens leer. Ja genau. Wenn man nämlich das sagt, gut, was da drin war für gleichzeitig auch fürs Mai kurz für die Maiszimmer, also für die Einzelkorn, sind wir schon hergenommen haben. Deswegen fahren wir da mal ganz kurz rein. Jetzt aber langsam, dass das Teil davon nicht gar nicht. Oh. Ja. Sollte da natürlich auch darauf achten, dass man da nicht hängen bleibt. Ich glaube, es wird zwar nicht reingehen, weil der Deckel drauf ist, oder? Oh doch, es geht rein. Also, es geht automatisch auch gut. Stopp. Oh. Ist ganz reingegangen. Das ist auch nicht schlecht. So. Ich stelle jetzt einmal kurz hier ab. Weil der Premium ist voll. War das soweit? Da ist er. Ich würde gerne rein. Und dann wenden wir hier mal. Sehen wir es nicht. So. Dann wenden wir hier mal ganz kurz, wollte ich eigentlich sagen. So. Der 39 ist fertig. Ich habe den gerade anheben gehört von der Heckentrolle bis hier unten. Mhm. Kann man machen. So, jetzt lasst der Fahrer jetzt selber schnell drüber, weil da brauche ich jetzt keinen CP-Kurs anlegen bzw. keinen CP-Fahrer einstellen. Hm, fixe Schwungkraut. Jungs, ich wollte eigentlich mal auch irgendwann zum Armeen kommen, aber gut. So. Na, er wächst halt wirklich komplett dreist das Unkraut. Gut, ich habe nichts dagegen, wenn es am Tag kommt, also dann muss ich in der Nacht nicht raus. Habe ich eigentlich auch nichts dagegen. Oh. Da stand ein Fendt. So, das heißt, wir können jetzt. Ah, Alter. Das Teil ist so breit, ne? So, wir können jetzt eigentlich das Saatgut rausmachen und das Teil zurückgeben. Hat das aufgeklappt? Ja, hat er, perfekt. So. Da vorne werden wir nochmal kurz drüber waschen, weil das sieht aus wie Sau. Ne, warte mal, vorher gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir alle Felder jetzt angesehen haben mit dem Mais. Nicht, dann müssen wir es zurückgeben und dann sagen wir, oh Scheiße, da haben wir was vergessen. Also. Die 18 oder das neue Feld ist komplett voll mit Mais.
Die 85 ist angesehen und die 86 ist angesehen. Da fehlt eine Ecke, das ist nicht so schlimm. Ansonsten haben wir keine Felder. Nee, das ist das als Wiese. Gut. Das heißt, wir können das Teil auf jeden Fall zurückgeben. Da sind wir uns jetzt auf jeden Fall komplett sicher. Gut. Ja, irgendwo hier vorne war das kleine Stückchen, was irgendwie gefehlt hat. Habe ich mir schon gedacht, dass wir da nicht rumkommen. Er schaltet jetzt ernsthaft alle einigen Dinge. So, das alle da drin gemacht, dann klappt das. So, jetzt holen wir hier mal ein bisschen mehr aus. Jetzt dürften wir es auch schaffen. Jo, ging auch, perfekt. So, jetzt muss ich hier mal wieder reinkommen. Natürlich auch wunderbar. Ich komme hier nicht rein. Das heißt, wir schieben das Ganze nochmal kurz zurück. Und dann fangen wir hier nochmal neu an. Jetzt müssten wir aber eigentlich... Der Zaun... ja... nervt mich langsam. So, jetzt hat aber... Ach ne, jetzt hängen wir hinten, oder? Ne, es ging gut. So. Gut, das heißt, wir waschen das Ganze jetzt einmal kurz ab. So, zack. Ah, Hilfe, ich hänge. So, reparieren brauchen wir es eigentlich nie, weil die Abnutzung ist so gering. Das brauchen wir nicht. So, passt. Ich fände was man natürlich auch, weil der sieht auch aus. Braun, weiß. Das Fankirch ist irgendwie beige geworden, keine Ahnung. Alles gut, schon schwer. Da ist schon eine dicke, dicke, ganz dicke Patina drauf. Eieiei. Aber die, der neue Lack wird weniger. Die neue Farbe. Genau. Hier der Aufstieg nochmal kurz drüber. Kabine, Scheiben, wir müssen natürlich auch wieder sauber raussehen. Hier Lichter, auch ganz wichtig. Reifen, ja, Motorhaube, Fendlogo muss natürlich auch zu erkennen sein. So, passt. Dann müssen wir, ja, wir werden jetzt so drehen. So, und das Ganze mal kurz dahinter schieben, wo jetzt vor kurzem noch Schröder war. Aber der ist natürlich ein schlauer Hund, deswegen ist er auch schon auf Seite gelaufen. So, perfekt. Oder das heißt, wir können das Teil wieder zurückgeben. Oh, ich freue mich dann schon auf den nächsten Ingame-Tag, wenn wir dann alles Häckseln anfangen können. Geilo. So, in Real Life wäre es, wenn wir jetzt erst anfangen zu häckseln, so ein bisschen. Ja, okay, ein bisschen spät. Was heißt ein bisschen spät? Wir sind ja eigentlich dann noch relativ gut in der Zeit. So, passt. Zack. Dann können wir das Teil zurückgeben. Voila. Ja, das passt. Zurückgeben. Zack, zack. Bitte schön. Unangenehm. Ich habe nicht dran gedacht. Wahrscheinlich die Leute, was ich jetzt vom Bildschirm hocken, denken sie jetzt, haben jetzt so geschrieben: Nein, du hast das Saatgut vergessen. Ja, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Gut, wir haben nie was gesagt. Da war kein Saatgut mehr drin. Alles gut, das vergessen wir schnell wieder. Ja. Wir machen einfach ganz normal weiter. So, den Fan räumen wir jetzt gleich mal hier auf. Aufräumen meine ich zurück in die Halle stellen. So. Passt. Der Kollege ist fertig. Das ist schön. Also schon mal wieder eine Bahn stehen gelassen kommt. Okay, also es liegt definitiv nicht am Dünnerstreuer, sondern es liegt am CP-Kurs anscheinend. Gut, dann wissen wir das auch. Ja, aber ansonsten hat das eigentlich relativ sauber gemacht.
Ah, da hinten steht ja der Große, dann müssen wir noch weiter kalken. Fast vergessen. Können wir da? Ja, da kommen wir heute noch zu. So, passt. Der Tucano läuft weiter da unten. Gut. So, das heißt, wir stellen den ganz kurz hier hin, weil der muss. Der kommt jetzt dann gleich in Einsatz. So, da haben wir. Der läuft noch. Oh, no. Das ist. Das ist angenehm. Das ist. Ja, das mag ich so. Wenn die Fahrzeuge dann nachdem ich sie kurz abgestellt habe, waren schon gefahren, bin immer noch laufen. Aber ja, okay, ich war jetzt nicht weit weg, also. Der Motor geht ja normalerweise erst nach einer bestimmten Zeit, wenn man weiter weg ist, also der richtet sich nach der Range vom Spieler. Umso weiter der weg ist, umso schneller geht er wieder aus und umso näher er dran ist, geht er halt eben nicht so schnell aus. War eigentlich gar nicht, aber wir waren jetzt ja auch wieder relativ lange weg. Und da ist er immer noch gelaufen. So, da fahren wir ganz kurz hier nochmal die Ecke mit, wenn wir sie mitkriegen. Ja, ein bisschen mehr. So, passt. Zusammenklappen. Ja, die 82% brauchen reichen. Da muss ich jetzt nicht nochmal extra runterfahren und nochmal auf die 100% vollfüllen. Ich glaube, das würde sich nicht lohnen. So. Einlenken. Ja, mit solchen Geräten kommt mich eigentlich relativ einfach und gut rein. Aber wenn es dann halt mal um so eine lange Sämaschine geht, dann ist es halt was anderes, weil da haben wir, sind wir auf jeden Fall länger, also mit dem Breda-Streuer hier hinten dran. So. Die Fahrzeuge immer wichtig, immer pflegen. Dann halten sie dir länger als wie ansonsten. Oh, das Gewicht sieht aber auch nicht schlecht, oder das Schlepperdreck sieht auch nicht schlecht aus, ein bisschen zu weiß. Hat was. So, ja, da glänzt er wieder. Machen wir das Gewicht hier nochmal schön rot. Ein Gewicht in Anführungszeichen. Ist ja eigentlich ein Schnellkuppeldreieck. So, passt. Zack. Gucken wir noch mal ganz kurz nach, aber Felder haben wir normalerweise alle gekalkt, also ich habe mich irgendwie getäuscht, die 83 gehört uns nicht. Und ansonsten, dann kommt Ungrad und wir uns dann drum kümmern. Nö, ansonsten haben wir das alles erledigt. Das heißt, wir können den zurück in die Halle parken. Nee, noch nie. Hier schon rein? Nee, eins weiter vorne rein. Jetzt. Das war ein bisschen zu steil angefahren. Jetzt rein. Ja. Ja. Sorry, Leute. Oh. Gut, all gut. So, ja. Wie sieht's da hinten aus? Ich sehe nichts. So. Ja, ja, das können wir so stehen lassen. Das passt. Dann fahren wir da noch mal ein bisschen gerade rein. So, passt. Hallo? Ah, geht doch. Wo steht der Dreschis? Oh, ja. Warte mal, kann ich ihn einmal so kurz mal so ein bisschen anschubsen? Ah, schafft er. Naja, nee. Ich werde den Kollegen, warte. Jetzt haben wir ihn kurz raus, ich gebe dem Allrad. Ansonsten kann es teilweise passieren, dass er nicht vom Fleck kommt. So. Jetzt passt's. Oh, der hat's auch schon gleich. Ich dachte, der kommt mehr runter, weil es halt eben Weizen ist, aber anscheinend doch nicht. War nicht gut gedüngt. Der pflegt seine Felder nicht so wie wir. Alter, wieso ist denn jetzt der Effekt so dreckig geworden? Kann man da mal jemand sagen? Nur weil wir so kurz auf dem Feld waren? Ja, gut, ne? So. Passt, wunderbar. Da waschen wir ganz kurz drüber, weil das sieht ja wirklich, also.
Überhaupt der Frontlader ist also richtig schmutzig geworden, ne? So. Ja, so sieht das gut aus. Ja, passt, zack. So, aber ich darf mich auch für euch, auch fürs Zuschauen schon wieder bedanken, denn wir sind für die erste Folge heute am Mittwoch auch schon wieder fertig. Es kommt ja noch eine weitere Stoppenbach-Folge ein bisschen später, weil die zweite kommt ja dafür, weil die Gemeinde Rade leider für diese Woche ausgefallen ist. Das habe ich ja schon in der Stimmenfolge so erwähnt. Das heißt, ja, wir sehen uns dann so ungefähr Mittag, würde ich sagen, wieder. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis später. Macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.